Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster aus der Alpha. So, ich habe hier letzte Folge schon hier für die Erste-Hilfe-Station dieses kleine Häuschen platziert. Ich überlege momentan noch, ob ich vielleicht da den Geldautomaten, ob ich den dann direkt dran stelle. Ich muss mal gerade gucken. So, Gebäude-Settings, Edit Building. Kann ich da das Teil vielleicht direkt noch dran fügen? Nee, warte mal, das wollte ich nicht. Ich wollte ganz gerne, den wollte ich da direkt noch dran bauen. Ach, das kann ich auch so machen. Ja gut, warte mal, habe ich da vielleicht noch, habe ich da hier vorne vielleicht noch Platz für? Ich will den ungern. Kann der so benutzt werden? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob der Geldautomat so benutzt werden kann. Ich würde es mir wünschen. Und dann würde ich hier nämlich welche direkt nebeneinander stellen. Kann der da hin? Nee, da kann ich den nicht platzieren. Das geht nicht. Kann ich den hier einen platzieren? Nee, anscheinend auch nicht. Gut. Er muss einer erstmal reichen. Schreibt mir überhaupt erstmal, ob das so funktioniert, weil er ja jetzt keine Verbindung hat, wie er hier bekommen würde. Hier, so eine Wegverbindung. Sondern weil ich den anders platziert habe. So. Edit Building. Ich will mal gucken. Ich möchte trotzdem hier ganz gerne den direkt anschließen können. So. Zack, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Hihi. So, nur aber. Also, Custom. Wir brauchen die Wände. Sobald ich das hier fertig habe, dann wisst ihr was? Ich mache jetzt schon mal hier auf. Jetzt könnt ihr natürlich noch nichts zu essen besorgen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich mache hier einfach mal auf. Ach Gott, da kommt jetzt so... Ach, das ist ja süß. Da kommt jetzt, da kommt jetzt Konfetti, wenn die erste Attraktion, wenn die Attraktion geöffnet wird. Das ist ja cool. So, Parkmanagement. Ich brauche natürlich ja auch noch Maskottchen. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert, dass hier alles sauber bleibt. Janitor. Der läuft gerade herum. So, can't tray until 15th August. Den wievielten haben wir hier denn heute gerade im Park? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt noch kein Datum hier. Ich glaube, das geht tatsächlich noch nicht, das Trainieren. Ja, ja, er ist unglücklich. Er ist unglücklich, weil er zu wenig Geld bekommt, der arme Mann. So, King Coaster. Ich würde sagen, das reicht erstmal für ein Maskottchen. Dann haben wir hier schon mal einen rumlaufen. Mehr brauchen wir momentan noch nicht, würde ich sagen. Wir machen uns jetzt hier an den Bau von dem Häuschen. So. Dann mal gehen wir da dran. Kann ich das nicht hier schon überprüfen? Geht momentan noch keiner dran. Ja, müssen wir mal schauen. So. Ich habe das hier jetzt erstmal... lass das hier mal im Zeitraffer durchlaufen. Weil das natürlich jetzt gerade so ein bisschen blöd ist, wenn hier Nacht ist. Dann erkennt man nicht so viel, wenn man bauen möchte. Ich baue lieber, wenn es hell ist. Jetzt wird es langsam wieder hell, jetzt können wir es wieder runterstellen. So. Ich glaube, ich würde es tatsächlich so machen. Und... wo haben wir... was ist das denn hier? Ach, cool. Damit, für Burgen. Ach, ist das nice. Ist das nice. Okay, wo war jetzt das Teil nochmal? Das hier war das. Aber es ist hier ja falsch. Das ist hier das Falsche. Wie geht denn das hier? Das ist blöd. Ob ich das bitte nur so ein bisschen hochschieben können? Nur ein bisschen, habe ich gesagt. Was geht nicht?
Das ist ja doof. Aber ich habe ich hier noch irgendwo einen Haken drin? Nee, ne? Grid Size. Ich könnte das jetzt nur so machen. Aber noch einen Ticken runter, dass das... Nee, das geht nicht. Hm. Wie ist das denn hier gemacht? Ist das generell anders bei den Toiletten? Ja gut, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, jetzt ist die Frage, setze ich hier eine normal hohe Wand hin? An den... Wo ist denn die normal hohe Wand hin? Hier. Setze ich die hier hin oder mache ich hier eher so ein bisschen Deko neben? Ich frage mich gerade, wo hier generell so Decorations... Wo war das denn? War das bei... Das kann bei Scenery war das, glaube ich. Waren diese Überdachungen, nenne ich es jetzt mal. So war es hier genau. Es ist jetzt halt nicht das, was ich suche. Das ist so ein Riesending, das passt hier auch nicht hin. Nee, schade, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Schade, schade. Warte mal, was haben wir hier bei Roofs? Dann gucken wir hier halt mal ein bisschen. Probieren wir mal rum. Machen wir hier vielleicht sowas. Und dann Walls. Warte mal, ich brauche nochmal Roofs. Ich würde hier auch gerne weiterhin dieses Dach hier wieder nehmen. Das ist so toll. So, die Erste-Hilfe-Station würde ich, glaube ich, eher klein machen. Und dann daneben wiederum höhere Häuser. So, wir müssen einmal auf die andere Seite. Ach, das ist ja blöd. Ich habe hier nicht nachgedacht. Aber das kennen wir ja von mir. So, bauen wir es jetzt halt zu. Warum auch immer ich da so einen Durchgang hingebaut habe, aber gut. So, eine schräge Wand. Das hier wäre die schräge Wand meiner Wahl. Ja, das hier hatte ich mir überlegt, dass man das hier nämlich dann machen könnte. Dann steht er so davor, kann erreicht werden, ist aber so ein bisschen mit in die Szenerie eingebaut. Und ja, das könnte aber ganz gut kommen. Jetzt ist nur die Frage, das ist ein Erste-Hilfe-Teil. Wir haben aber kein... Wir haben kein Kreuz für Erste-Hilfe, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da müssten wir hier auch wieder... Potion Shop. Potion ist ja gar nicht mal so falsch hierfür, aber komm, machen wir auch wieder eher sowas dran, würde ich sagen. Wie sieht es mit einem kleinen Fenster aus? Würde das hier oben reinpassen? Das würde reinpassen. Das hier müssten wir selber platzieren. Könnten wir aber rein theoretisch. So, da würde ich gerne noch Blumenkästen dranhängen. Das machen wir schon alles irgendwie. Was nicht passt, wird passend gemacht. Decorations. Das hier würde ganz gut hier noch hinpassen. Warte mal, ich wollte hier doch noch Holz drumherum machen. Dann sollte ich jetzt vielleicht noch nicht die Dekorationen platzieren, dann sollte ich erstmal auch wirklich das mit dem Holz machen. Oh Gott, wo war das denn nochmal? Wo waren denn nochmal diese Säulen? Doors und Windows natürlich auch nicht. Roofs, Walls. Waren die bei den Walls dabei? Kann gut sein. Ja. Das ist das Holz. Genau. Muss ich jetzt mal gucken. Dann müssten wir rein theoretisch... Ja, aber dann müssten wir so ein bisschen... Wenn das hier so ein bisschen überstehend sein soll, dann wären wir doch so schon ganz gut damit bedient, oder? Gut. Okay, und wenn ich jetzt... So,
Duplicate und Advanced Mode. Übrigens, wenn ihr euch gerade wundert, was hier klopft, ich habe selber keine Ahnung. Hier ist irgendjemand, klopft hier an irgendwas rum und baut irgendwas. Keine Ahnung. Nee, das hier ist jetzt das Falsche. Bräuchten wir rein theoretisch das hier. Müssen das nach oben verschieben. Auf die Höhe. Und dann zurück, dass es hier eingefügt ist. Oh, ich liebe es. Ah. Oh Gott, sorry. Okay, das hier kommt zurück. Mhm. Dass wir das da an der Wand haben. Das könnte vielleicht noch ein bisschen weiter rausrücken. Sogar nicht so viel. So. Mhm. Gut. Das Ganze auch nochmal hier hin. So. Und das hier auch nochmal, das rücken wir nach hinten raus. So. Ach, schön. Ach, das ist so toll. Ich liebe das, was man damit alles machen kann. Und die Blumentöpfe, ich glaube, die waren bei Scenery und dann Nature. Oder? Oder wo waren die? Nein, die waren die dabei? Hier waren sie. Ah, oh, hier so ein Pflanzding würde hier natürlich auch sehr gut vorpassen, aber... Wo sind sie denn jetzt? Waren die doch nicht hier? Ich muss mich noch so ein bisschen zurechtfinden. Es gibt einfach nur so ein paar Sachen... Hier waren sie. Aha, waren doch da. Es gibt noch so ein paar Sachen, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, wo die hin müssen. Nicht wo die hin müssen, wo die sind. So, Nummer 1. Würde ich auch hier an die Seite noch dran packen. Nummer 2 und Nummer 3. Ah, das ist doch süß. Und jetzt vielleicht... Oh Gott, ich habe hier... Oh, es tut mir so leid. Ich bin komplett total in meinem Element. Was man, glaube ich, auch merkt. Aber ich hoffe, ich mache euch damit nicht zu sehr fertig. Weil ich hier zu viel... So, mit einem kleinen Schornsteinchen. Ah, das ist so cute. Das ist so süß. So, jetzt haben wir hier auch unsere Erste-Hilfe-Station mit angeschlossenem... Ne? Mit angeschlossenem Geldautomat. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weitermachen. Ich würde jetzt ein bisschen Abstand dazwischen machen, ruhig auch nochmal ein paar Blümchen, bevor ich das nächste Gebäude beginne. So. Ruhig so eine richtige Hecke und auf dem Boden können wir nochmal hiervon was machen, dass es so ein bisschen eingeschlossener halt ist. So. Dann machen wir das hier wieder. Nee, da muss ich den Haken rausnehmen, ansonsten ist das ultra unangenehm zu platzieren. Das geht so nicht so richtig. So. Gut. Und dann können wir da nämlich das nächste Haus anschließen. Machen wir hier auch noch so ein bisschen was zwischen. So, dann haben wir ein bisschen mehr Luft. Ach, schön. Ach, ich habe da so einen Spaß dran. Und die Leute, fühlen die sich halbwegs wohl hier hinten mit dem Karussell? Was sind denn die Gedanken der Besucher? Wo ist denn das nochmal? 27% sagen, das ist mir zu langweilig. Und 34% sagen, jo, ist alles in Ordnung, alles top. Das venezianische Karussell. Ja, was? 3,50. Ah, jawohl, okay. Gut. Kann ich mir jetzt auch die Gedanken der Besucher anschauen? Happiness, Energy. Ja, ja, hier. Wir müssen ganz dringend halt was zu essen und zu trinken bauen. Deswegen wollte ich ursprünglich den Park noch nicht öffnen. Weil, das haben wir halt einfach noch nicht. So, Shops and Facilities. Wir brauchen jetzt ganz dringend was, wo sie was zu essen und zu trinken kaufen können. Das würde ich direkt nebeneinander bauen. So, Premium. Zu trinken.
komme dahin und Premium zu essen möchte ich gerne direkt anschließen. Okay, gut. Weil jetzt können sie dann nämlich auch schon mal was zu essen und zu trinken kaufen und werden glücklicher und zufriedener. Dann haben wir das nämlich schon mal dann... Wie schnell wir das hier jetzt noch optimieren, das sei mal so dahingestellt. Das machen wir schon auch noch. Scenery, da brauchen wir nochmal. Nee, da müssen wir hin. Und hier stellen wir eine Bank hin. Zack. Obala, sorry Leute, ich habe euch gerade die Bank vor die Füße gehauen. Und da stellen wir noch einen Mülleimer neben. So. Damit wir hier auch ein bisschen, damit sie sich hinsetzen können, ist noch nicht so viel an Möglichkeiten, sich hinzusetzen, aber das kommt noch. Das machen wir noch. Und nu, das müssen wir natürlich auch customizen. Ich will halt momentan noch nicht so, ich will mir erstmal meine eigenen Blueprints so ein bisschen zusammenbasteln, weil das finde ich gerade ist das Spannendste mit. Ja, doch, das ist für mich wirklich mit das Spannendste, muss ich sagen. Ich überlege gerade, machen wir hier oben vielleicht noch, hier könnte man doch noch so ein etwas, dass es ein bisschen höher ist und so ein kleines bisschen raussticht. Und an die Seite könnten wir vielleicht noch so einen Obstwagen dran stellen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Kriegen wir da hinten vielleicht einen Balkon drauf oder sieht das blöd aus? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss man noch gucken, was es sonst noch so für Dächer gibt. Aber ich finde das, was ich jetzt bislang benutzt habe, das finde ich, das ist schon ein sehr, sehr schönes Dach. Übrigens, bislang war die Resonanz äußerst positiv darauf, dass ich gesagt habe, dass ich versuche, Berg nachzubauen. Muss mal schauen, das werde ich wahrscheinlich hier so relativ mittig hinbauen, damit wir ein bisschen mehr Luft haben. Weil es ist mit Sicherheit nicht so leicht gemacht. Bergbauen leicht gemacht, so nach dem Motto. Das wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Nee, das ist mit dem Dach ist das nicht möglich. Das sieht blöd aus. Ich glaube, da sieht es tatsächlich sogar cooler aus. Ach, da ist das direkt drunter noch. Ach so. Aha. Ach, das ist nur so klein. Warte mal, wenn ich das hier... Nein. Das ist nichts. Die sind alle nur so winzig. Wenn ich das hier so mache und das hier nach da ranbaue, das passt auch nicht. Na, das ist so schwierig. Was habe ich denn hier noch so für Möglichkeiten? Ah, ich könnte es rein theoretisch auch so bauen. Nee, das hier ist hübscher. Oh, das ist schön. Wenn wir das so machen. Und davon gibt es keine kurze Variante, dass ich das bis auf den Boden durchziehen könnte, oder? Sieht nicht so aus. Ah, das ist aber auch immer hier. Das ist aber gar nicht so einfach. Wenn ich das hier so mache, hier seht, das passt halt überhaupt nicht. Das kann ich so nicht machen wollen. Ich könnte das hier, könnte ich, nee, das kann ich, ah, das kann ich nicht so rotieren. Ach, es ist blöd. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Dass ich das besser hinbekomme. Hier Höhe. Ach, so kann ich die... Ah, ach so. Nicht das hier. Gibt das einen minimalen... Warte mal. Das muss ich jetzt gerade direkt mal ausprobieren. Ach, shit, das geht wiederum so nicht. Ach, komm schon. Jo, ne? So ein kombiniertes Dach ist auch blöde.
Das hier kann ich gleich machen. Und das hier dann weg, die Wand. Das wäre eine Möglichkeit wiederum. Warte mal, wenn ich das hier jetzt einen Ticken höher setze. Wie hoch muss ich das setzen, damit das so... Dann geht das sich da nicht mehr aus. Nee, dann muss da halt leider die Wand... Das müssen wir so machen. Ich hau jetzt noch eben fix den Giebel zu. So, und dann fällt das gar nicht mehr so doll auf. Da ist eine Lücke drin. Habe ich das gerade falsch platziert? Warte mal. Ist das der falsche Giebel? Nein, den habe ich doch bei den anderen auch schon benutzt. Ich hatte es offensichtlich nur falsch platziert. Oh, das ist auch cute. Das ist so schön, das ist so süß. Ach, ich habe da so einen Spaß dran. Ja, wir werden dann in der nächsten Folge hier noch dran weiterbauen. Und dann werde ich, glaube ich, hier die Einkaufsstraße erstmal so ein bisschen ruhen lassen, damit wir nicht nur da dran bauen und mal noch weitere Attraktionen hinzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Diese Station hier werde ich definitiv auch noch wieder in den Workshop stellen. Ich mache das, glaube ich, schon mal im Off. Ihr könnt mir einfach folgen, kann man sich... Ja, ihr könnt mich da, glaube ich, abonnieren. Ich glaube, KD288-Sepp oder wie ich in Steam heiße, müsste ich nochmal gucken, notfalls. Ich verabschiede mich damit für heute und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!